Mein Name ist Michael Macht. Ich beschäftige mich mit Fragen des Essverhaltens als Wissenschaftler und als Therapeut. Ihre erste Frage: Essen ist immer ein Thema, wenn Menschen miteinander reden. Gibt es dafür Gründe? Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Der wichtigste ist vielleicht der, dass Nahrung lebensnotwendig ist. Ohne Nährstoffe könnten wir schlicht und einfach nicht existieren. Ein weiterer Grund: Essen ist eine Quelle der Lebensfreude. Es ist mit angenehmen Gefühlen verknüpft. Weiterhin wird es verbunden mit Gesundheit, mit Schönheit, mit physischer Attraktivität. Und es hat auch zu tun mit sozialen Prozessen, mit sozialem Prestige, sozialer Unterscheidung. Essen kann auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Und schließlich hat es zu tun mit ethischen Fragen, mit politischen Problemen. Heute mehr als jemals wahrscheinlich. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, um über Essverhalten zu sprechen. Zweite Frage: Emotionen wirken sich auf unser Essverhalten aus. Erläutern Sie die jeweiligen Wirkmechanismen. Essen und Emotionen sind auf ganz verschiedene Weise miteinander verbunden und Gefühle können das Essverhalten unterschiedlich verändern. Wenn Sie beispielsweise sehr intensiv sind, unterdrücken Sie häufig die Nahrungsaufnahme. Intensive Angst führt meistens dazu, dass uns der Appetit vergeht. Wenn Sie weniger intensiv sind, können Sie dem Essverhalten eine charakteristische emotionale Tönung geben. Wenn wir gut gestimmt sind, schmeckt oft das Essen auch ein wenig besser. Und Emotionen können uns auch dazu verleiten, mehr zu essen, als wir eigentlich beabsichtigen. Etwa wenn Sie unsere Tendenz, das Essverhalten zu zügeln, enthemmen oder in uns die Neigung auslösen, zu essen, um emotionalen Stress zu bewältigen. Es gibt also eine ganze Reihe von Wirkungen, die Emotionen auf das Essverhalten entfalten können. Und welche dieser Wirkungen letztlich eintritt, hängt von den Merkmalen der Situation und von den Lernerfahrungen der betreffenden Person ab. Nächste Frage: Warum hören wir beim Essen mehr auf unsere Gefühle als auf unseren Verstand? Man muss sehen, dass im Lauf der Evolution über sehr lange Zeiträume die Gefühle des Essverhaltens eine wichtige Signalfunktion und integrierende Kraft in der Steuerung des Essverhaltens entwickelt haben, ohne die wir im Grunde gar nicht essen könnten. Natürlich spielen auch Denkprozesse eine sehr wichtige Rolle dabei. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, ob wir diese Nahrung schon einmal gegessen haben und ob dieses Essen gut war. Das heißt also, in der Steuerung des Essverhaltens wirken Denken und Gefühl zusammen. Wenn Sie einmal in Widerstreit geraten, ist es meistens so, dass Gefühlsprozesse die Oberhand behalten. Nächste Frage: Weshalb macht ausgerechnet der Genuss von Schokolade glücklich und zufrieden? Schokolade ragt unter den Trostnahrungen heraus, weil sie mehrere besänftigende Eigenschaften hat. Sie schmeckt gut, sie enthält reichlich Energie und in geringen Mengen sogar psychoaktive Substanzen. Einmal ganz abgesehen von den angenehmen Erinnerungen, die mit ihr verknüpft sind. Nächste Frage: Gibt es außer Schokolade weitere Beispiele von emotionsträchtigen Nahrungsmitteln? Die entscheidenden Mittel der Besänftigung besitzen viele andere Nahrungen auch, nicht nur die Schokolade, nämlich Wohlgeschmack und Energie. Das lässt sich schon an der Beliebtheit der zahlreichen Süßigkeiten erkennen, die gar keinen Kakao enthalten und damit auch nicht seine psychoaktiven Substanzen. Im Prinzip kann jede Nahrung, die gut schmeckt und reichlich Nährstoffe enthält, eine besänftigende Wirkung entfalten. Welche Nahrung aber letztlich zur Trostnahrung für einen ganz bestimmten Menschen wird, hängt von seinen individuellen Lernerfahrungen ab. Nächste Frage: Welche Rolle spielt das Genießen für unsere emotionale Verfassung? Eine sehr wichtige, würde ich sagen.
Ich verstehe unter Genießen die bewusste Hinwendung zu angenehmen Erfahrungen und gegebenenfalls auch ihre Steigerung. Wenn mir das im Alltag immer wieder gelingt, lebe ich besser. Nächste Frage. Kann man genießen lernen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wobei die entscheidenden Fertigkeiten des Genießens im Grunde gar nicht erlernt werden müssen. In den meisten Fällen sind sie längst vorhanden. Denn es ist nicht so schwer, seine Sinne zu öffnen und sich einer angenehmen Erfahrung zuzuwenden. Das Problem liegt eher darin, das sozusagen in den Alltag immer wieder anzuwenden und einzubinden. Hier vor allem sind Lernprozesse notwendig.